Estrada sprach von einem unglaublichen Fehler des Managements von Povetkin, sich auf diesen Kampf einzulassen, von der größten Chance seines Lebens, aber dafür müsste jetzt auch von ihm ein bisschen mehr kommen. Die Hinweise an Estrada, sauber zu bleiben. Fand ich in den ersten Runden sogar extrem, aber Sie sehen das, dieses Einsteigen da mit dem Kopf. Ist natürlich immer gefährlich, in einem solchen Kampf dann zu einem unschönen Ende zu kommen. Ein Aufwärtshaken in diesen 4-5 Händen von Povetkin im Ziel, aber die Qualität des Kampfes hat nicht gerade zugenommen jetzt. Alles okay. Er haut aber mit dem Kopf zu. Fließt da Blut bei ihm, ja? Okay. Du musst schneller deine Schläge bringen. Die erste Runde ist nun vorbei. Und dann wartest du noch. Wieso wartest du? Du musst immer zuschlagen. Alles schneller. Du musst drei Schläge bringen. Links, rechts, links. Kannst du durchzählen? Komm, Sascha, jetzt. Povetkin hat mehr Sorgen, als er sich das vielleicht gedacht hat, als er zu seinem 17. Kampf hier anreiste gegen Jason Estrada, der vom Stil her in vielerlei Hinsicht ähnlich ist. Und natürlich die Pause nach diesem leichten Kampf gegen Taurus Sykes im Juli des Jahres 2008 ist lang gewesen. Nur eine Niederlage hat dieser Jason Estrada bislang einstecken müssen gegen den damals ungeschlagenen Travis Walker. Aber auch andere in der Königsklasse, beispielsweise Wladimir Klitschko, im Moment so beeindruckt sind, der ja selbst erst am 20. Juni noch einmal boxen muss gegen David Hay. Da habe ich im Moment hier in der zweiten Halbzeit dieses Kampfes, der nur über 10 Runden geht, das ist kein Titelkampf und die längste mögliche Ansetzungsform, für die man sich entschieden hat hier, das sind die 10 Runden. Ist nicht so, dass es alle von den Sitzen reißen dürfte, die sich in den Top 10 dieser Gewichtsklasse befinden. Und da zählt eigentlich, egal welches Forum man nimmt, Povetkin dazu. Treffer mit rechts, die Antwort von Povetkin. Auch in dieser sechsten Runde trifft der russische Kämpfer, vermerkt auf seinem Hosenbund, Ruski Vityas, mehr als Big Six. Aber dieses bezaubernde Ausboxen, was man sich vielleicht erhofft hatte, wenn man
um die Serien, um die Schnelligkeit von Povetkin wusste, das kann er hier nicht abrufen. Noch einmal die große Fangemeinde aus Rhode Island. Er ist der schwierige Gegner, aber du machst doch deinen Job ganz hervorragend. Du boxst sehr schön. Denk an die letzten 20 Sekunden, die es da gelaufen ist. Der versucht auf Zeit zu spielen. Der versucht da durchzukommen. Das Spiel zu beruhigen. Das musst du ausnutzen. Gerade in den letzten 20 Sekunden der Runde. Trink was, klar. Okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt wäre es dann soweit. Jetzt gibt es kein Warten mehr. Wenn du gewinnen willst, dann musst du jetzt musst du es suchen. Jetzt musst du draufgehen. Jetzt musst du es wissen, Bob. Kaum größere Probleme für Alex Rivera, den Cutman, den sie da rechts ein bisschen an der Nase haben werkeln sehen. Und auch ein Indiz für die Qualität des Kampfes. Die Halle hier, das Burgwächter Castello, ist lange noch nicht mitgerissen von der Vorstellung dieser beiden Schwergewichtler. Das Einsteigen mit der linken, das Nachziehen der rechten Hand, sehr ähnlich. Kaum einmal Versuche, unten am Körper zu öffnen oder über einen Aufwärtshaken erfolgreich zu sein. Das Potenzial des letzten wahren Sportlers Russlands, so hat Forbes geschrieben, weil er ja sehr heimatverbunden ist und